Hallo liebe Menschen, nur ein ganz kurzes Zwischendurch, weil ich ganz oft gefragt wurde zur Lage in Russland und Prigozhin und was es damit auf sich hat, dass ich das analysiere. Und die Antwort ist, ich habe genauso wenig eine Ahnung genau, was passiert wie ihr, aber ich habe mir jetzt verschiedene Analysten angehört, durchgelesen aus den USA, aus Deutschland, aus Russland, aus der Ukraine und ich würde das einfach mal kurz zusammenfassen, was für mich klar ist. Und klar ist für mich, es war kein Putschversuch, es gab nie eine realistische Chance, sondern es war eine Meuterei. Und klar ist für mich auch, das ist nicht Putin, der 5D-Schach spielt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Leute das irgendwie unbedingt glauben wollen, dass er super clever das selbst alles inszeniert hat und jetzt einen super geilen heimlichen Plan hat. Glaube ich nicht, weil egal, was er damit beabsichtigen könnte, die Geschichte ist nur schlecht für ihn. Nichts daran ist gut für Putin. Und ich möchte gleich erklären, warum. Warum genau Prigozhin diese Meuterei begonnen hat, ist weiterhin in den Details unklar. Es kann sein, dass er tatsächlich wirklich einfach nur einen Brast auf die militärische Führung hatte, was völlig zu Recht. Es kann sein, ich habe schon Theorien gehört, dass er von den USA bezahlt wurde. Es kann sein, auch das habe ich gehört, dass Gerasimov und Shoigu eigentlich versucht haben, die Wagner-Truppen wieder, sozusagen den Teufel wieder in die Kiste zu stopfen und sie in Bachmut aufreiben zu lassen. Und das hat nicht geklappt und die wollten ihn aber stürzen. Und er hat das gesehen und hat die Flucht nach vorne angetreten und hat einfach gesagt, so jetzt haue ich hier alles kaputt und demonstriere meine Macht, damit Putin mir einen rausgibt. Und das hätte funktioniert. Also offensichtlich hatte er mit seiner Revolte ja nicht wirklich Chancen, nach Moskau zu kommen. Das wurde auch vorher schon gesagt. Aber er hat sich in eine Position begeben, die machtvoll genug war, dass ihm irgendjemand eine goldene Brücke hinausgebaut hat. Und er kann jetzt erstmal kurzfristig entfliehen. Ich glaube nicht, dass das langfristig so gut für ihn funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass er das überleben kann. Aber erstmal konnte er sich aus dieser Situation retten. Und für Putin ist das sehr, sehr schlecht, weil er im Prinzip jetzt das Leben von 6 Militärpiloten geopfert hat, die ihn beschützt haben. Und alle Leute, die daran beteiligt waren, ohne Strafe hat davon kommen lassen. Das war ja angeblich dieser Deal, dass keiner von Wagner, der da teilgenommen hat, bestraft wird. Und stellt euch vor, ihr seid die russische Armeeführung und jetzt meutert jemand und der Präsident sagt, ja, ist okay, ich gebe dem Typen Geld und eine Flucht und Straffreiheit. Das schwächt Putins Position massiv. Dazu schwächt es seine Position, dass Kriegshandlungen nach Russland hineinkamen. Die russische Bevölkerung mag Kriege, aber nur solange sie im Fernsehen stattfinden. Und wenn das jetzt real wird, ist es schlecht. Langfristig ist jetzt die Aussicht, je nachdem wie die ukrainische Gegenoffensive läuft. Wenn sie jetzt gut läuft, dann wird es dieses instabile Konstrukt der russischen Führung noch weiter schwächen. Und das ist schon das, was ich vor einem Jahr vorher gesagt habe. Man kann in Russland alles tun, außer Kriege verlieren. Wenn der Krieg gewonnen ist, dann ist der Zar ein echter Zar. Wenn der Krieg verloren wird, dann ist der Zar ein falscher Zar und muss abgesetzt werden. Je besser die ukrainische Gegenoffensive jetzt läuft, desto mehr näher rückt Putin an diesen Punkt, wo er einfach um sein Leben fürchten muss, weil er abgesetzt wird. Und er wird auch die russische Bevölkerung nicht hinter sich haben, wenn er auch nur jetzt Land verliert. Das heißt, die ukrainische Gegenoffensive muss gar nicht Erfolg haben, indem sie bis zur russischen Grenze vorstößt. Sie muss nur den Erfolg haben, dass Russland empfindliche Schläge hinnimmt. Und dann werden wir immer mehr dieser Szenarien sehen, wo sich Konflikte eher Richtung Moskau verlagern als Richtung Kiew. Und das ist natürlich meine große Hoffnung. In diesem Sinne, das ist, was ich bisher dazu sagen kann. Ich bleibe weiter am Ball und melde mich wieder, wenn ich was Genaueres weiß. Alles Beste.